Hallo und herzlich willkommen zu unserem Girls Talk. Heute wieder mit mir und Andrea. Und heute haben wir wieder ein spannendes Thema. Und zwar geht es darum, lügen wir uns manchmal auch selbst an? Also sind wir uns immer treu oder ist es tatsächlich so, dass wir uns auch, wenn es manchmal bequemer ist, etwas vormachen? Mhm. Ja, ich glaube, das machen wir alle doch ein bisschen. Dass wir Situationen manchmal etwas verschönern, wo vielleicht gar nicht so schön sind. Ich glaube, das kann man auch ganz viele Lebenslagen übertragen. Bei mir ein typisches Beispiel in meiner Branche ist das Thema Abnehmen. Ich habe natürlich ganz viele auch in meinem Freundeskreis, die vielleicht manchmal 2-3 Kilo abnehmen möchten. Und dann ist es am Montag super wichtig und man will abnehmen. Das ist total so Priorität. Und dann plötzlich 2-3 Tage, wenn der Alltag plötzlich wieder einkehrt und der Stress kommt, ja, dann geht man doch wieder mal, keine Ahnung, zu McDonald's. Und ja, okay, dann ist es ja eigentlich nicht so schlimm. Aber eigentlich ist es ja doch schlimm, weil es ist omnipräsent. Und da belügen wir uns ja auch selbst. Kennst du solche Situationen? Natürlich, das ist ja dann im Prinzip wie so ein Nagel im Kopf. Man weiß eigentlich im Hintergrund, da hinten schlummert noch irgendwie dieses Vorhaben. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das Problem sogar zunehmend so, weil die Leute auch nicht mehr bereit sind, so unbequeme Sachen in Kauf zu nehmen. Also man ist nicht mehr so bereit, die Komfortzone zu verlassen, glaube ich. Mhm. Das ist das, was ich so spüre. Also jetzt gerade zum Thema Abnehmen. Es gibt ja heutzutage ganz andere Wege. Habe ich jetzt gestern erst wieder mit einem Kollegen drüber geredet und hat erzählt, dass selbst junge Männer, anstatt abzunehmen, um eben Sixpack zu haben, tatsächlich den Schönheitschirurgen bevorzugen. Nein. Und da war ich echt, doch, da war ich wirklich geflasht, weil er hat gesagt, es war wirklich so ein Event, und das waren so, ja, junge Männer, 30 Jahre alt, die sich darüber unterhalten haben, dass sie zum Schönheitschirurgen gehen, weil sie einfach so viel schneller zum Endergebnis kommen, als abzunehmen. Und ich denke dann auch, mein Gott, ja, das ist natürlich auch schon so eine gewisse, wie soll ich sagen, Art des Ausweichens und sich Anlügens, weil letztlich gesund ist das natürlich nicht. Aber ich will mich da auch nicht hinstellen als Verfechter von, das ist nicht gut oder so. Jeder soll das machen, wie er will. Aber klar, ich kenne das auch zum Thema Partnerschaft zum Beispiel. Es ist auch so, dass man im Prinzip, wenn Sachen nicht so gut laufen, gern dazu neigt, also ich, nicht Mann, sondern ich, wirklich tatsächlich dazu neige, dass ich mir dann immer wieder sage, ach, das wird sich ändern, jeder Mensch kann sich ändern. Aber letztlich weiß ich schon, dass gewisse Punkte sich wahrscheinlich nie ändern werden, also auch in meiner Partnerschaft. Und entweder ich bin eben fein damit, da gibt es also nur die Möglichkeit, ich tue mich damit arrangieren, sag ich jetzt mal. Oder aber ich sage halt wirklich, okay, ich bin da nicht mehr mit einverstanden, ich werde diese Kompromisse nicht mehr eingehen. Und das sind so Sachen, das muss natürlich auch wieder jeder für sich selbst entscheiden. Aber auch da erwische ich mich immer wieder, wie ich dann versuche, das Ganze mir schön zu reden mitunter. Ja, ich glaube, wenn man das so sagen kann. Ja, ja, ich glaube, schönreden ist das richtige Stichwort. Ich habe mir die letzten Tage auch gerade ein bisschen mehr Gedanken über Selbstbelügen gemacht. Und ich vergleiche das immer mega gerne mit seiner besten Freundin. Also du erwartest ja von deiner besten oder einer von deinen besten Freundinnen gewisse Werte wie Loyalität, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit. Und ich finde, all diese Werte solltest du auch auf dich implementieren sollen, also können. Weil du solltest dir auch selbst die beste Freundin sein. Nur wenn du natürlich auch mit dir im Reinen bist und auch deine Werte selbst vertrittst, weil sonst ist es ja auch wieder ein Anlügen. Du lügst dich ja an, wie eben bei mir Thema Abnehmen etc. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich möchte eigentlich abnehmen, aber ja, es hat es eben nicht geklappt. Das kann mal passieren. Aber wenn das 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal passiert, dann nehme ich dich nicht mehr so ernst, weil dann ist es dir ja nicht wichtig. Genau, das und ist der Punkt. Du verlierst an Glaubwürdigkeit. Weil wenn du dir selber, genau, wenn du dich selber sozusagen anlügst, kannst du auch nicht von anderen erwarten, dass sie dir gegenüber ehrlich sind. Richtig. Und das ist genau das, oder was letztlich immer hinterfragt werden sollte. Mhm. Warst du jetzt wirklich da kompromisslos ehrlich? Ja. Ist schwierig, also ganz absolut. Ehrlich. Also du verlierst nicht nur die Glaubwürdigkeit von anderen, das ist, finde ich, auch noch ein anderes Thema, sondern du verlierst auch das Gesicht vor dir selber. Ja, ja. Du kannst dich ja gar nicht, das, was du gegen außen gibst, kannst du ja selbst gar nicht mehr ernst nehmen. Also wenn du zum 1000-mal sagst, ich möchte abnehmen oder ich möchte mich von meinem Partner trennen, weil er mich schlägt oder nicht mir gut tut etc. und du machst es nicht, verlierst du das Gesicht nicht nur vor anderen, sondern vor allem vor dir. Und das finde ich noch viel, viel schlimmer. Das stimmt. Das Selbstwertgefühl leidet so arg darunter. Und das sind wir wieder beim Thema Selbstliebe. Mhm. Also eins hängt mit dem anderen immer zusammen letztlich, oder? Ja.
Und absolut. Ich glaube, da wird wahrscheinlich jeder von euch da draußen auch einen Punkt finden, wo er sich da wiederfindet oder wo er auch sagt, ja, mein Gott, ich neige auch dazu oder ich mache das genauso und der in der Situation. Und ich glaube, an der Stelle einfach nochmal Sensibilisierung. Wir sollten wirklich kompromisslos ehrlich sein, auch wenn es manchmal wehtut und manchmal unbequem wird und manchmal auch aufwendig wird und stressig und ja, einen riesen Rattenschwanz nach sich ziehen kann. Das ist ja auch wichtig. Ja, es ist einfach wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass man sich selbst mal auch den Spiegel vor die Augen hält und sich seinen Problemen stellt, weil man wächst nie innerhalb der Komfortzone, man wächst immer außerhalb. Und Probleme werden nicht weniger, wenn man sie nicht bewältigt, im Gegenteil. Oder wegdrückt, ja. Oder wegdrückt, sondern sie stauen sich einfach und irgendwann ist der Druck so groß, dass vielleicht auch eine kleine Bombe platzt, wie, ich glaube, auch so ein typisches Beispiel bei Frauen. Frauen schlucken ja eher mal ein bisschen, so eben. Ja, ist ja gut, ist nicht so schlimm. Und irgendwann staut sich das so fest auf, dass Frauen platzen und dann ist gleich Schluss. Und dann trenne ich mich zum Beispiel vom Partner und der Partner ist völlig so perplex. So, hä, aber das hat dich jetzt die letzten Jahre nie gestört. Ich hatte auch so eine Situation gerade mit meinem Partner. Ich habe sehr, sehr lange zu einem gewissen Thema nichts gesagt, weil ich finde, ja, es war nicht so schlimm, ist ja okay. Und irgendwann, als ich in dieser Situation wieder war, war mein Nervenkonstrukt einfach nicht mehr so groß, dass ich sofort geplatzt bin. Ich wurde sofort laut und mein Partner so, du hast nie was gesagt. Mhm. Und erst dann wurde mir bewusst, ja, logisch, ich habe ja auch nie darüber gesprochen. Ich habe mir das alles immer schön geredet. Mhm. Ja. Aber das ist eben auch so ein Mechanismus, der in uns inne wohnt, irgendwo psychologisch, dass wir sehr gern halt den Weg des geringsten Widerstands gehen. Ja. Also sprich, so diese Ausweichhaltung oder ja, dass wir eigentlich manchmal auch einfach den bequemeren Weg suchen, auch um einfach Ruhe zu haben. Weißt du? Harmonie. Harmoniebedürftigkeit und Ruhe. Und das ist einem dann manchmal wichtiger. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Lebenssituation an. Aber wenn man schon gestresst ist, dann braucht man mitunter dann nicht noch irgendwie irgendwelche Diskussionen am Rande und kann das im Prinzip ja auch verschieben. Man muss das ja nicht dann sofort machen. Absolut. Ich sage jetzt mal, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und das ist eigentlich so das, denke ich mal, wenn es da mal passt, kann man wirklich einfach mal darüber studieren, was das angeht und welchen Stellen man da im Prinzip seinen Werten nicht treu ist. Absolut. Habt ihr euch mal erwischt, wo ihr euch selbst anlügt, wo ihr vielleicht auch nicht ehrlich mit euch selber seid? Packt es mal in die Kommentare und lasst uns teilhaben an euren Gedanken. Genau, und liked das Video. Genau. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Thank you.